herzlich willkommen zu Türchen 21 unseres HTS Adventskalenders. Heute sind wir bei den Rollen im Rudel beim sogenannten gelben Führhund angekommen. Es gab ja schon einen roten Führhund, das war der körperliche Führhund, und der gelbe Führhund ist der nicht körperliche Führhund und gehört zur introvertierten Gruppe in diesem Kreis der Hunde. Der introvertierte Führhund ist ein Hund, der vor allen Dingen strategisch ist und mit viel gespielter Demut unterwegs ist. Der heißt auch in Lustig, der Ich gewinne einen Oscar-Typ, weil er neigt zu Schauspielern. Zum einen übernimmt er Aufgaben eines Teamplayers, die, wenn ein Teamplayer nicht da ist, hat dabei aber im Gegensatz zum Teamplayer einen Riesenaufwand. Und zum anderen verhält er sich auch seinem Menschen gegenüber so. Wir erleben es oft auf Seminaren, dass wenn ein gelber Führhund im Kofferraum einmal korrigiert wird mit Gelb und einer entsprechenden Energie, dann sieht dieser Hund aus, als hätte er schon 15 Korrekturen über sich ergehen lassen müssen. Er guckt ganz traurig, guckt von unten nach oben und sieht wirklich, also viele Menschen kriegen dann ein schlechtes Gewissen, weil der Hund so aussieht, als hätte er Gott weiß was für eine Korrektur hinter sich gebracht. Fakt ist aber, sobald der Mensch sich wegdreht, ist der Hund wieder voll präsent da. Und deswegen sage ich immer, die gelben Führhunde neigen ein bisschen so zur Strategie. Ich kenne sehr viele Straßenhunde, die gelbe Führhunde sind und die sich eben, wo die Strategie sie natürlich durchs Leben gebracht hat. An und für sich ein einfach zu führender Hund. Allerdings sollte man auf zwei Dinge achten. Zum einen, dass er, wenn er noch jung ist, dadurch, dass er sich so demütig zeigt, neigen fremde Menschen oft im jungen Alter viel auf ihm rumzudatschen. Und wenn man da kein Auge drauf hat, wann er sagt, es ist eigentlich genug, kann es irgendwann dann in der Pubertät oder im Erwachsenenalter dazu kommen, dass er Menschen nicht mehr so toll findet. Und das Zweite, worauf man achten sollte, ist, dass er ist eigentlich ein Hund, der so wirkt, als möchte er mit jedem spielen. Deswegen werden gelbe Führhunde oft überall hingelassen. Und man achtet gar nicht darauf, ob dort extrovertierte Hunde dabei sind. Extrovertierte Hunde, speziell der rote Polizist, hat es nämlich abgesehen auf den gelben Führhund und jagt den vor sich her. Und das findet der gelbe Führhund eigentlich nicht so lustig. Und bei zu viel Kontakt mit extrovertierten Hunden kann es sein, dass das später der Grund für die Leinenaggression ist, einfach weil der gelbe Führhund sagt, bevor hier wieder einer kommt und körperlich mit mir wird oder mich durch die Gegend jagt, verjage ich den selber. Das war soweit zum gelben Führhund. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns morgen.